So, hallo und herzlich willkommen zu meinem 200 Abonnenten Special und ich hoffe, dass es diesmal alles rund geht, also wie ich mir das so also ungefähr vorstelle mit der Technik und ja, ich sehe das diesmal relativ positiv. Ich gucke gerade, ob mein Mikrofon auch an ist. Ja, müsste an sein. Genau. Ja, okay, also das ist das 200 Abonnenten Special erstmal und erstmal großes Dankeschön natürlich an alle, die mich bis hierher abonniert haben und so weiter und so fort und natürlich auch an die, die geliked haben und so weiter und so fort, Kommentare geschrieben haben und ja, das kennt ihr ja, also wie gesagt, großes Danke. Aber eigentlich ist es ja gar kein wirkliches Special, wie ich schon öfter mal erwähnt habe. Es ist ja naja, wie soll ich sagen, eigentlich mal so eine Sache, die ich mal so einschiebe, weil 200 Abonnenten, ich weiß nicht, das ist eigentlich nicht so, so etwas, was ich jetzt als 200 Abonnenten-Special benennen würde. Also 100 Abonnenten ist klar, da macht man auf jeden Fall ein Special und 500 machen die meisten auch und ab 1000 macht dann wieder jeder. Aber 200 Abonnenten, naja, also, macht man eigentlich nicht oder machen nur relativ weniger. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, aber es ist eigentlich kein wirkliches Special. So. Also es ist auf jeden Fall nicht so gemeint. Ja, also meine erste Sache ist ja, die ich ja erklären wollte, ist ja eigentlich so, wie ich überhaupt auf den Namen gekommen bin. So, weil mich jetzt auch wirklich viele, viele so fragen, ja, wie bist du denn auf den Namen gekommen? Oder bist du da gesagt, was heißt der denn überhaupt? Oder ja, was steht das für irgendwas, was bedeutet das und so weiter und so fort. Also der Name an sich, also jetzt nur Capscreen, ist direkt eigentlich ausgedacht. Also den habe ich mir jetzt nirgendwo abgeguckt oder irgendwie so. Ich habe den mir eigentlich ausgedacht, wenn man es so nimmt. Also es war damals, als ich das zweite Mal mit Warrock angefangen habe, vielleicht kennen manche von euch noch das Spiel, oder spielen es sogar noch, Hust, und ja, das ist halt so ein FPS, also First-Person-Shooter, Free-to-Play und so, und das, der war damals richtig cool, als er noch von Gamers First gepublished wurde, mittlerweile ja von, die Firma ist so unwichtig, ich habe den Namen vergessen, scheiße. Nicht von Nexon, so, oder? Nexon? Nexon? Moment, das kann ich schnell nachgucken. Es wäre ganz informativ, zumal ich jetzt echt vergessen habe, wie das Ding heißt. Ja, aber von Nexon. Von Nexon EU wird das Ding im Moment gepublished. Und ich muss leider sagen, dass das Spiel sich sehr zum Schlechten gewendet hat. War damals ziemlich cool bei Gamers First, aber ja, mittlerweile ist es scheiße. So. Insofern erstmal dazu. Das sollte eigentlich auch jetzt nicht so das Thema sein. Also der Name jetzt, ja, setzt sich eigentlich aus Capture und Screen zusammen. Also Cap Screen und ich würde es nicht Capture Screen nennen, weil das wäre zu bekloppt gekommen. Also habe ich einfach das weggelassen, habe die Kurzform von Capture genommen und zwar Cap. Cap kam damals noch relativ oft vor in World of Warcraft, bei Capture the Flag haben viele gesagt, Cap the Flag, weil sie zu dumm waren, nicht zu dumm waren, Entschuldigung, sondern zu faul waren, dieses T-U-R-E noch hinten ranzuschreiben. Haben sie einfach gesagt, Cap the Flag oder Cap Flag oder irgendwas. Okay, alle wussten Bescheid und hat auch niemandem geschadet. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich wollte damals nämlich mit Warrock also ein paar Projekte starten. Das war noch ganz am Anfang, glaube ich. Da wollte ich das machen. Aber ich weiß nicht, ob ich das überhaupt je umgesetzt habe. Ich glaube nicht. Ich wollte nämlich ein paar Parts aufnehmen. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt schon vor meiner YouTube-Zeit war. Also ich bin ja schon eine ganze Weile eigentlich auf YouTube vertreten. Habe auch erst, aber naja, ich weiß nicht, wie lange. Es ist auf jeden Fall schon über ein Jahr her, seitdem ich angefangen habe, Videos zu machen. Und aber die waren eigentlich nicht so wirklich erfolgreich. Das waren dann, glaube ich, League of Legends Videos und da war ich dann auch noch gar nicht Level 30. Also wenn ihr euch das mal so anguckt oder wenn ich mir das angucken würde, was ich da alles noch auf meinem Kanal habe, wäre ich schon ziemlich belustigt. Ich glaube, ich habe damals noch Olaf gespielt, mit der Kuhhaupt geskillt und so weiter und so fort. Naja, das könnt ihr euch dann alle selber angucken. War ganz lustig. Also ist jetzt ganz lustig mit anzusehen. Damals war es auch lustig, aber in einem anderen, ja doch, in einem anderen Sinn.
Und ja, deshalb, also eigentlich hatte ich den Namen als erstes bei Barock. So. Und ich glaube, danach kam dann irgendwann erst YouTube. Also ich wollte dann mit dem Spiel, glaube ich, sogar an sich, wollte ich auf YouTube vertreten sein. Aber das habe ich dann später halt nicht mehr gemacht, weil es dann zu viele Hacker gab. Und ja, naja, okay. Und auf YouTube habe ich mich dann Mister genannt, weil Capscreen, glaube ich, schon vergeben war. Oder? Ja. Also Capscreen ist mittlerweile vergeben. Ich weiß nicht an wen und vor allem nicht warum, aber ich habe probiert mir jetzt vor ein paar Monaten, probiert mir den Namen noch zu holen. Falls ich mir irgendwann vorhabe, einen zweiten Kanal zu machen, was aber ziemlich unwahrscheinlich ist. Und ja, den gab es halt nicht. So, und dann habe ich mir gedacht, okay, den Namen gibt es anscheinend nicht. Also ich hatte mich eigentlich schon damals für Mister entschieden, also im R davor. Also das mit dem Capscreen kam eigentlich, also ich wollte mir eigentlich noch den Kanal, ohne das MR davor, wollte ich mir erst später holen, so rum. Und den Namen gab es nicht. Ich weiß nicht, ob es den früher auch schon nicht gab. Das weiß ich nicht, aber ich glaube, den gab es damals auch schon nicht. Ich glaube, ich hatte das probiert, aber ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung, kann ich euch leider nicht sagen. Deswegen habe ich das MR davor probiert. Das MR kommt eigentlich so daher, dass ich probiert habe, gesagt habe, okay, Capscreen kommt ein bisschen komisch, ist so ein bisschen kurz. Und damals war es irgendwie, lag das so ein bisschen im Trend, so dass man da, eigentlich bin ich ja nicht so der Mainstream-Typ, ich bin eigentlich genau das Gegenteil, aber wenn man so überlegt, das war dann irgendwie doch ein bisschen modern so und ich dachte mir, okay, warum nicht so? Ich meine, das andere Ding hört sich ein bisschen komisch an oder es war halt auch schon vergeben, das weiß ich leider nicht mehr genau, welcher Grund da zuerst aufgekommen ist. Aber auf jeden Fall habe ich dann gedacht, okay, machen wir das MR davor, weil es ein paar Leute hatten und dann dachte ich mir, okay, machen wir das mal. Und dann gab es halt den Namen auch und dann habe ich den halt auch genommen und deswegen heiße ich jetzt so, wie ich heiße. Ja, an den Spielen nenne ich mich immer noch Capscreen, weil ja, das mit dem MR kommt dann ein bisschen komisch letzten Endes und ja. Ja, und was soll ich dazu jetzt noch weiter sagen? Ich denke, damit hätte ich das erstmal aus der Welt geschafft, das Problem mit meinem Namen. Gut, ja, ich wollte euch noch einen Ausschnitt zeigen von unserem erst, also von einem Guild Wars Ausschnitt, also es ist ein Guild Wars Ausschnitt aus einem Guild Wars, wie soll ich das nennen, Bosskampf, ja. Das war unser erster Bosskampf gegen so einen großen Drachen. Es gibt ja irgendwie da drei, glaube ich, die man so im Multiplayer da legen kann. Und zwar ist es der Zerschmetterer. Danach kommt noch Tequartel und dann später noch Jormag. Aber wir haben jetzt erstmal nur den Zerschmetterer gelegt. Ich spiele auch mittlerweile kein Guild Wars mehr, aber dazu später nochmal mehr. Und ja, deswegen, wir hatten gar keine Ahnung, wie wir da rangehen sollten. Der Drache ist dann irgendwann gekommen. Und dachten wir uns, cool, Alter, weil als wir da angekommen sind, standen da schon ein paar Leute und der Drache ist auch andauernd über uns rübergeflogen. So, dann dachten wir, okay, warten wir kurz, der kann ja nicht mal lange brauchen, bis er ankommt. Und ja, dann kam der Drache und dann haben wir da einfach mit drauf gekloppt und wussten erstmal gar nicht, wo es dahin geht. Hatten eigentlich gar keine Ahnung so und ich hatte auch das Ganze ziemlich spontan aufgenommen. Deswegen ist auch die Soundqualität, also es sind die Effekte zu laut und unsere Stimmen sind zu leise. Vor allen Dingen meine Stimme ist zu leise, ich weiß nicht wieso. Und die ist viel zu leise, mich hört man kaum eigentlich, außer halt so manchmal zwischendurch. Aber die Effekte sind einfach noch viel zu laut eingestellt gewesen. Das war mir aber damals nicht bewusst, weil wie gesagt, ich habe es ziemlich spontan aufgenommen und da habe ich dann nicht auf die Einstellungen genau geachtet. Weil kurz vor dem Kampf habe ich das dann eingestellt und dann so, oh Scheiße, jetzt kommt der Ding schon. Ja, und deshalb sind die Soundeffekte ein bisschen komisch, aber ihr könnt es euch ja natürlich jetzt doch dann reinziehen. Wenn nicht, müsst ihr einfach vorspulen. Ja, hier habt ihr den Ausschnitt. Doch kein Pro-Event, oder ist das schon weg? Ja, wie soll ich da jetzt rangehen? Holt alle von den Kristallen weg. Sie explodieren. Ich bin dran und mache ein bisschen Schaden. Muss alles in den Fußball spielen. Ich stehe schon vorne dran, aber so. Ja, weil hier so viele sind. Oh oh. Ja, weil ich auch Schwarz gerade angemacht habe. Hoffe ich jedenfalls. Wenn nicht, halt war ein Problem. Ich drücke jetzt natürlich nochmal die Taste, weil. Oh, der macht mich fast moddet. Oh Scheiße, wo liegen die Leute? Er schießt Kristalle! Weg hier!
Ich bin tot. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube nicht, wo liegst du? Ich hab mir da mal nichts gerettet. Sekunde, ja, scheiß Mörser. Vorsicht vor dem Feuer! Lol, die spawnen also richtig günstig hier. Ey, ich sterbe schon wieder fast. Da geht er ein bisschen dezenter zurück. War irgendwie im Bett war erfolgreich. Bei dem was für ein Event, aber wird schon durch sie sein. Boah, boah, boah. Was ist mit dem scheiß Vieh los? Ja, die Kristalle hier, die da stehen. Ich will hier Loot haben, Alter. Ich will hier Loot. Ich bin sogar gestorben mit dir. Quatsch, Alter. Wisst ihr, wie viel Schaden ich bis jetzt gemacht hab? Mit der Arme. Was hier rumgeballert wird, das war aber geil. Oh, oh, wo will er denn hin? Hauptsache, hier trifft ja auch nur die Hälfte der scheiß Liedwache. Ich hab Angst, was macht der denn da? Nein, das sind kleine Drachen. Oh, oh, oh nein. Ich hab gerade so das Gefühl, er hat dort das Wild. Hat der Drachen? Ah. Na klar. Wo will er denn hin? Ich bin gerade hart. Ja, na, das war's. Ja, Leute, habt ihr jetzt den Ausschnitt beobachten können? Und ja, jetzt möchte ich noch ein Wort verlieren zu Guild Wars, aber nur ein ganz kurzes, weil eigentlich wollte ich ja habe ich überlegt, einen ganzen Bericht, eigentlich, nein, Bericht nicht, aber auf jeden Fall ein bisschen mehr darüber zu sagen, über Guild Wars und so weiter und so fort, wie wir uns das da weiter vorgestellt haben, weil ich hatte ja eigentlich sogar ein Projekt angefangen, Guild Wars 2, aber wie gesagt, das war zu aufwendig zu produzieren, also zu aufwendig, das wie soll ich sagen, zu rendern und dann noch zu schneiden, weil das kommt alles nicht ganz so hin mit dem mit dem AVI und dem Camtasia Recording File. Das kommt leider nicht ganz hin, deswegen ist ein Schnitt immer sehr, sehr schwer. Und die Parts von Frubs, die Frubs ja aufnimmt, die werden, die werden auf jeden Fall gesplittet und die kommen dann halt so in 5 Minuten Parts raus und das ist dann nicht so wirklich förderlich, muss ich leider sagen. Die muss man dann hinterher wieder zusammencutten, das geht leider nicht mit Frubs an sich.
Und ja, ein bisschen scheiße. Und deswegen war es einfach zu aufwendig, das Projekt weiter so mit den Videos zu betreiben, abgesehen davon, dass es wahrscheinlich eh keiner sehen wollte. Also Shakes & Fidget ist ja da anscheinend beliebter, wenn ich mir das so angucke. Und ja, deswegen habe ich das dann irgendwie eingestellt, so wie es bei vielen Sachen so der Fall war. Das könnt ihr euch mal angucken. Ich habe viel probiert, habe viel ausprobiert, aber naja, letzten Endes müssen wir gucken. Vielleicht später irgendwann wieder. Ja, und an sich so Guild Wars habe ich jetzt auch komplett eigentlich aufgehört. Mein Kumpel ist inzwischen Level 80, aber ich habe nach Level 64 keine Lust mehr gehabt. Und wie soll ich sagen? Das Spiel hat einfach, ja, also es ist auf jeden Fall berechtigt. Das MMO 2012, muss man sagen, es gab nichts Besseres 2012 eigentlich, wenn man das so genommen hat, so. Auch WoW war da in dem Fall mit den, also wenn ich jetzt mir so das, die Gesamtleistung voll, also von dem Add-on und von Guild Wars angucke, ist Guild Wars da um Längen weit, ja, weiter vorne. Und, aber mir fehlt einfach so, ich weiß nicht, das ist einfach nicht so meins. Ich glaube, das Spiel war am Anfang sehr geil. Also ich habe das Spiel auch am Anfang sehr genossen und fand es auch ziemlich cool. Aber nach Level 30 hat man gemerkt, uff, ey, was ist das denn? So, ging es dann so langsam los, so mit dem typischen Style. Und ich glaube, das, was mich eigentlich so gestört hat, war die Zurückstufung. Erstmal in anderen Gebieten so wieder das gleiche Level war wie irgendwelche anderen Viecher, sodass man auf Level 5, so ein Level 50er mit übel fetter Rüstung. Na okay, fette Rüstung, das ist auch so ein Manko, da muss ich leider sagen, dass die Rüstung schlecht initiiert wurde, aber das ist egal. Inszeniert, tut mir leid, initiiert, was ist das denn? Inszeniert, aber egal. Ja, und dass man da so als Level 50er von Level 5er Wildschwein tatsächlich kaputt gehauen werden konnte. Hat mich gestört. So, aber das war eigentlich nicht so das Problem. Also ich wäre damit klargekommen. Das Problem ist nur, dass das mit dem Dungeons einfach viel zu aufwendig war. Also man hätte da einen Dungeon-Finder reinkloppen können oder irgendwas. Das wäre alles kein Problem gewesen. Aber darauf hat man leider verzichtet und deshalb, ja, schade und ja, ziemlich, naja, Kacke. Ja, und ansonsten so. Wie soll ich sagen, das Leveln war ganz okay, also das war nicht zu schnell, wie viele so sagen, ey, das ist ja viel zu schnell. Also es war auf jeden Fall genau angemessen, finde ich. Also es war okay, aber das nächste, was mich dann wieder gestört hat an der Stelle, war dann das mit dem PvP, dass man wirklich beim kleinen PvP, wo man maximal 6 auf 6, glaube ich, sind, oder 10 auf 10, ich weiß gerade nicht. Das größte, ja, 10 auf 10 ist das größte vom kleinen PvP, was man machen kann, und dann wird man auf Level 80 hochgestuft, ja. Das muss man sich mal vorstellen. Manche Level 15er probieren das ja dann aus und sagen so, oh cool, PvP, probieren wir mal aus. Dann werden die auf Level 80 hochgestuft, haben gar keinen Plan, was hier alles abgeht. Und dürfen sich dann erstmal alles anlesen. Das hat mich doch schon sehr, sehr, sehr stark gewundert, dass die das wirklich so gelöst haben. Auch am Anfang, ich dachte so, okay, ist ja vielleicht ganz cool, aber ich habe dann schon so gedacht, das erinnert sehr an die WoWP-Server, wo dann man echt auf Level 80 instant angehoben wird, weil es da nur auf PvP eben ankommt. Apropos, ich werde vielleicht mal wieder einen neuen P-Server besuchen von WoW. Einen Instant 90er-Server oder so. Mal sehen, ob es da schon was gibt, so von Mr. Pandaria. Ich denke ja mal nicht. Oder jedenfalls damals gab es das von Cataclysm, das ist der erste PvP-Server von 85. Der war schon ziemlich scheiße. Also. Er war ganz gut organisiert, aber für Anfänger war er richtig schlecht gemacht. Aber naja, okay, ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Kann ich hier keine, ja, durch die Suppe ziehen. Ja, und das war ziemlich, naja, also wie gesagt, bei Guild Wars war es dann komisch. War, hätte ich anders gelöst, so als Entwickler. Aber ich bin halt nicht der Entwickler und ich hätte es mir anders gewünscht. Ja, dann das Einzige, was so richtig, richtig geil war, wobei nicht das Einzige, aber was richtig, richtig geil war, aber das war dann das Welt versus Welt, also die Serverschlachten, die waren schon richtig gut. Ich habe mir das zwar aus Entfernung nur angeguckt, aber ja, sehr gut. Also da muss man sagen, das war richtig cool und ich denke, das wird auch von anderen MMOs übernommen. Wenn man sich so anguckt, diese ganzen neuen MMOs von wegen Neverwinter oder so, haben wirklich vieles aufgegriffen und auch vieles, was meiner Meinung nach gut war. Und auch vieles weggelassen, was meiner Meinung nach ziemlich schlecht war von Guild Wars.
und haben dadurch auch, denke ich mal, eine gute Chance. Deswegen wurden sie auch gut promoted und auch von vielen Netzwerken und so wurden sie ja ziemlich gepusht, weil sie halt einfach so ziemlich das verfolgt haben, was eigentlich ich so immer kritisiert habe an Guild Wars. Das Problem ist nur, dass es bei Neverwinter keine Raids gibt, aber das ist ja jetzt erstmal egal. Ja, also, ja, Guild Wars. Ja, ich weiß nicht. Also es war am Anfang sehr geil und um das Fazit jetzt zu sagen, also ich komme jetzt mal zum Fazit so von Guild Wars. Also es war am Anfang doch schon ziemlich cool. Acht Klassen ist auf jeden Fall ein Muss für jedes gute MMO, denke ich mal. Sechs ist auch okay, aber man sollte dann auch aufpassen, dass man nicht gleich. Naja, okay. Ich denke, dazu komme ich ein andermal, wie ich mir ein MMO vorstelle. Ja, wie gesagt, also es war auf jeden Fall sehr, sehr cool, auch das schnelle Leveln hat sehr angespornt mit den ganzen Erfolgen und den Aussichtspunkten und den ständigen Achievements, den Daily Quests, den monatlichen und sowas alles. Das war alles sehr, sehr geil, aber es gab so viele Sachen, die mich einfach dann wieder demotiviert haben. Das mit dem Auktionshaus hätte man auch anders lösen können, aber da, ja, wie soll ich sagen, also das war. War jetzt nicht so ein schlimmes Ding, dass man da von überall sich irgendwelche Sachen verkaufen konnte und kaufen konnte und dann letzten Endes sich überall einen Händler hinstellen, wenn man da ein Ingame, also Ingame-Währung tatsächlich hatte, aber das ist jetzt auch erstmal unwichtig. Aber wie gesagt, also es gab viele gute Sachen, es gab aber auch viele schlechte Sachen, die mich dann halt wieder runtergezogen haben und ja, gegen WoW. Weil WoW ja immer mit Guild Wars jetzt verglichen wurde, ist auf jeden Fall nicht vergleichbar. Also Guild Wars ist ein ganz anderes Feeling und hat auch verfolgt auch was ganz anderes. Aber wenn man die Story von World of Warcraft kennt, weiß man, dass die wesentlich, wesentlich, wesentlich packender ist als die von Guild Wars. Auch wenn sie schlecht damals dargestellt wurde von WoW. Aber das ist alles Technik, also das ist ja auch alles. Hat ja auch alles mit der Technik zu tun. Ich freue mich auf Titan, so nebenbei. Ja, okay, damit hätte ich erstmal das abgeschlossen. Also, ich spiele das jetzt auf jeden Fall erstmal demnächst nicht mehr. So. Sicherlich nicht mehr. So, ja, dann habe ich noch ein Thema, besser gesagt, so, was dann eigentlich auch das letzte ist für das 200-Abonnenten-Special. Ich habe mal wieder viel gelabert, da ich glaube, labern ist so eine Sache, na, die muss man auch irgendwie machen und, auch wenn man sich, wenn man so überlegt, wenn man sich andere Leute so anguckt und oder so Außenstehende sehen einen, gucken einen dann so an und man spricht dann mit sich selber, die denken sich dann auch so, ey, ist der bekloppt. Aber ich habe damit eigentlich nicht so das Problem, so nebenbei. Also, das war jetzt zwar eigentlich nicht das Thema, aber weil das auch irgendwie manchmal, genau, das wurde mich auch schon mal gefragt, kommst du nicht bekloppt vor beim Aufnehmen? Also nein. So, genau, das letzte Thema ist das Kanaldesign, jetzt das neue. Von YouTube. Ich habe ja gehört, dass es jetzt von vielen Leuten ein positives Feedback gibt, weil es ja vielen Leuten jetzt viel mehr Möglichkeiten gibt, da was zu machen und so. Es sieht jetzt auch viel ja, mehr flächiger aus. Sehe ich nicht so. Also ich sehe das Kanaldesign eigentlich als noch beschissener an als die anderen. Es wird echt richtig mies. Also YouTube wird echt zu irgendwie so einem so eine iPad-Form. Ich weiß nicht, was das ist. Das sieht aus wie ein Stück Scheiße. Und ich weiß nicht, wenn ich mir jetzt so angucke, ich kann da mal ganz kurz nochmal auf YouTube gehen. Das Ding hat schon. Was denkt ihr, warum das Ding linksbündig ist? Das ist für iPads. So, und für die ganzen. Also, okay, die meisten haben sowieso eine YouTube-App. Aber es gibt dann trotzdem noch so Leute, die halt noch die App drauf haben oder irgendwie irgendwas. Aber das ist auf jeden Fall schon stark optimiert an diese ganzen Smartphones und an diese ganzen Tablets. Deshalb sieht das jetzt so aus, wie es aussieht. Scheiße. So, wenn ich mir jetzt mal was angucke, ich kann mal ganz kurz auf irgendeinen Kanal gehen. Wenn ich mir jetzt so angucke, irgendeinen Kanal, hier, die haben das, das weiß ich, dann wird mir echt rechts schon angezeigt, was ich eigentlich abonnieren soll. Ja, und das sind dann so meistens irgendwelche Sachen, die dann eh irgendwie promoted sind oder gerade frisch irgendwelche YouTube-Partner sind. Die werden dir dann rechts angezeigt und dann, ey, abonnieren. Ey, abonnieren.
Und naja, das ist aber jetzt nur ein kleines Manko. Das eigentliche Problem ist eigentlich so, dass es mir persönlich einfach nicht passt. So. Also die Individualität des eigenen Kanals geht auch ziemlich dabei drauf, dass man da oben nur noch so ein Kästchen hat, so ein Rechteck, wo man irgendwas zeigen kann, irgendein Bild einfügen. Und wenn man sich die alten YouTube-Kanäle anguckt, so wo rechts und links noch so schön Playlists waren und dann rechts und links ganz außen dann halt noch so ein schönes Kanaldesign, was dann, okay, bei mir ist es nicht geil, ich weiß, aber bei mir wird es jetzt sowieso gleich umgestellt oder demnächst, da muss ich mir erstmal was einfallen lassen, wie ich mein Kanaldesign wieder auf Vordermann bringe. Okay, ich wollte eigentlich das sowieso irgendwann ändern, aber ich bin bis jetzt noch nie dazu gekommen und jetzt habe ich mir auch gesagt, okay, wo jetzt eh das neue Kanaldesign kommt, mache ich eh nichts mehr. Und ja, das wird bei mir jetzt, glaube ich, in 4 Tagen, in 3 Tagen umgestellt. Dann werde ich mich erstmal irgendwie drum kümmern müssen. Sieht auf jeden Fall scheiße aus. So viel kann ich erstmal sagen. Also so geht es mir jedenfalls. Jedem das seine. Also ich will da jetzt keinen irgendwie diskriminieren oder irgendwas. Aber das ist, sieht für mich auf jeden Fall kacke aus. Und ich kann da leider nichts gegen machen. So ist es halt. Und dann sieht man hier halt, wenn man da drunter so guckt, dann ist hier direkt der Abonnieren-Button natürlich, was auch sonst. Der Kanalname natürlich noch einmal. So, und dann sind jetzt hier, da ist so eine kleine Leiste mit Videos, Diskussionen und über uns und irgendwelchen Suchsachen. Das ist alles schon ziemlich stark eingeschränkt. Also das war mal wesentlich besser. Also da gab es dann schon bei der Suchleiste zum Beispiel, die war schon fertig, die musste man nicht extra anklicken. Aber das ist jetzt nur was ganz, das ist jetzt höchster Ebene eine Kritik, aber ist ja egal. Und darunter ist dann halt im Kleinformat ein Video. Okay, das war beim anderen auch schon so und da steht dann rechts daneben die Beschreibung. Das finde ich zum Beispiel relativ gut eigentlich. Muss man ja auch mal sagen, dass rechts daneben dann schon zum Beispiel die Beschreibung steht. Das, was da drunter kommt, ist eigentlich schon wieder scheiße. Mit den ganzen Kack-Playlists, wo ich mal ganz kurz auf einen anderen Kanal gehen könnte. Die haben das nämlich anders gelöst. Das kann man da nämlich auch nochmal individuell machen und ja, deshalb. Genau, dann gibt es hier natürlich, ja doch, dann gibt es dann die ganzen Playlists, die dann eben da verteilt sind über den ganzen komischen Kanal und das sieht echt scheiße aus, weil es so viel ist und überall sind überall Videos und okay, für manche ist es zwar ganz okay, aber wenn es dann meistens so welche Videos sind, die gleich immer aussehen, die das gleiche Cover immer haben, die gleiche Thumbnail, dann denkt man sich schon, ey, Mann, Alter, sieht das behindert aus. Und zu all dem sieht das ganze Teil noch sehr, sehr weiß und eintönig aus. Also nur das obere rechteckige Kästchen, das ist eigentlich so das, was mich am meisten stört. Es sieht so weiß und so einsam aus. So, okay, nee, einsam sieht es nicht aus, weil es ja viele Videos gibt, aber es sieht ziemlich, wie soll ich sagen, es sieht sehr, sehr farblos aus. Also da hat auch der YouTuber gar keine Chance, das irgendwie zu verändern. Das ist einfach so, das ist einfach weiß. So, und da kann man nichts machen. Und besonders bei Let's Playern sieht das echt scheiße aus. Also, genau, den klicken wir jetzt hier mal an. Genau. Der hat jetzt hier zum Beispiel, hat das ganz gut gelöst eigentlich. Der hat da jetzt verschiedene Sachen eingefügt. Bei ihm sieht das auch ganz okay aus, weil seine eintönigen Playlists kommen jetzt erst weiter unten. Aber bei anderen Leuten sieht es dann doch schon ziemlich komisch aus und ich freue mich überhaupt nicht auf das Kanaldesign. Also Fazit, ich finde es scheiße. Es gibt ein paar positive Punkte, bietet vielleicht mehr Möglichkeiten und mehr nee, Übersicht nicht. Aber es bietet auf jeden Fall mehr gleichzeitig, also man kann auf jeden Fall gleichzeitig mehr Videos so gucken und kann auf einen Blick so sagen, okay, das würde mich eventuell interessieren, auch wenn alles kacke aussieht außenrum. Würde mich interessieren, es gibt noch extrem wenig Platz, um die eigene Individualität auszuleben im Prinzip. Also dieses Bild ist damit jetzt einbezogen. Ja, und ansonsten sieht es sehr farblos aus, weil ein weißer Hintergrund, ne? Gut, Leute, das war eigentlich erstmal so alles, was ich dazu sagen wollte, weil ich heute das echt schon extrem. Ich wollte sehr, sehr lange schon alles sagen, was ich davon halte, aber ich habe bis jetzt noch keinen Grund dafür gefunden, das irgendwie mal zu erwähnen. Ich wollte es in einem S&F-Part mal bringen, aber naja. Jetzt ist es hier in einem 200-Abo-Special, was kein Special ist, und ja. Gut, Leute, ich denke, dann hätte ich auch erstmal genug gelabert. Das war jetzt
Ich glaube, 25 Minuten pures Labern, was ich jetzt hier gerade wieder veranstaltet habe. Und das auch ohne Aufzeichnungen und so weiter und so fort. Darauf, wisst ihr ja, lege ich immer relativ großen Wert eigentlich, dass ich mir da eigentlich nichts aufschreibe. Ich hatte jetzt nur aufgeschrieben, dass es einen Ausschnitt gibt, dass ich meinen Namen erklären wollte und dass ich auf das Kanaldesign eingehen wollte. Und ja, den Rest habe ich mir frei ausgedacht. Ja, so kann man das ungefähr sagen. Ich halte nicht viel vom Aufschreiben. Gut, gut Leute, ich denke dann hätten wir das erstmal. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ganz auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Schreibt eure eigene Meinung natürlich dazu in die Kommentare, aber bitte nicht flamen, das ist Schwachsinn, weil meine Meinung kann ich da eh nicht ändern. Auch wenn ihr da probiert, mich zu überreden, was auch immer. Ja, lasst ein Abo da auf jeden Fall. Klickt unten da, um zum Kanal zu kommen oder abonniert mich einfach direkt dort oben und dann sehen wir uns dann beim nächsten S&F-Part wahrscheinlich wieder. Bis dann.